Herzlich willkommen zu Meat Barbecue. Heute machen wir XXL Schaschlikspieße. Da brauchen wir heute für die Soße eine ganze Menge. Das ist 1 Liter passierte Tomaten. Entschuldigung, 500 Milliliter passierte Tomaten und 500 Milliliter stückige Tomaten. Eine Menge an Paprika, Zwiebeln, 2 Esslöffel bis 3 Esslöffel Ketchup. Dann haben wir hier eine Menge an Gewürzen. Curry, Pulver, dann haben wir Chiliflocken, wir haben Paprika edelsüß, wir haben Majoran, wir haben Thymian, wir haben Kreuzkümmel, wir haben Knoblauchpulver, wir haben Zwiebelpulver, Cayennepfeffer und die guten Salzflocken. Für das Fleisch, da brauchen wir nur Salz und Pfeffer und das schneiden wir uns gleich in Stücke und werden das abwechselnd mit Paprika und Zwiebeln aufspießen. Aber zunächst beginnen wir mit der Soße. So, für die Soße fangen wir an, indem wir uns eine Zwiebel etwas klein schneiden, würfeln. So. Ja, da hört man schon, wie die Pfanne heiß wird. Das ist doch wunderbar. So. So, die Zwiebel. Dann haben wir hier 3 Stückchen Paprika. Könnt ihr rot, ist egal, gelb, grün nehmen für die Soße. Wir schneiden uns auch so kleine Würfelchen von. Es ist wieder passend wie jedes Mal beim Videodreh, Freunde. Jetzt fängt es hier passend genau gerade im Moment wieder an zu regnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses Jahr, März, April, ist das Wetter doch sehr bescheiden im Vergleich zu den anderen Jahren. So, das tun wir jetzt in die Pfanne geben zum Anbraten. So. Alles schön rein. Ja. So, und das lassen wir 2 Minuten. So, jetzt geben wir die passierten und stückigen Tomaten dazu. Kleiner stellen. Ich kann das schön ein bisschen einköcheln. So. Und jetzt kommen die ganzen Gewürze dabei. So, auch nichts zurücklassen, alles mitnehmen. So. Und das war es im Prinzip schon mit der Soße. Die lassen wir jetzt auf ganz kleinster Stufe. Lassen wir die schön 15 bis 20 Minuten ganz leicht einköcheln. So, jetzt haben wir hier dieses wunderbar 1,5 Kilo Schweinenackenstück vom Metzger eures Vertrauens. Wie gesagt, wir machen XXL-Spieß, also schneiden wir uns das schön auch dementsprechend in große Fleischstücke für die Spieße. So, jetzt tun wir das Ganze hier mit ein bisschen Pfeffer einfach nur und ein bisschen Salz. Einfach nur schön, ja, schön kräftig würzen und dann rühren wir das einmal, vermengen wir das ein bisschen hier auf dem Brett heute mal. So, und dann sehen wir uns jetzt gleich beim Aufspießen wieder. So, die Soße ist schön am Einköcheln, jetzt hätten wir beinahe den Ketchup vergessen. Gut, dass meine Frau daran gedacht hat. Der kommt natürlich noch dabei. So, genaue Angaben und alles findet ihr wie immer unten in der Box. So, dann lassen wir das noch ein bisschen auf kleinster Stufe schön ein bisschen einreduzieren. Ist noch nicht so, wie wir es haben wollen. Also kann es noch ein bisschen vor sich hin köcheln. Auf kleinster Stufe. So. Und wir fangen in der Zwischenzeit an aufzuspießen. Ha, beinahe vergessen, Freunde. Beinahe vergessen bei dem ganzen Stress. Wir haben das Bier vergessen, das war ich mir noch gerade schnell holen, das darf natürlich nicht fehlen. Prost auf euch. So, genug gequatscht. Wir fangen an aufzuspießen. Wir haben hier kleine Zwiebeln. Wir versuchen mit der Zwiebel im Ganzen zu beginnen. So. Dann wechseln wir mal die Hand. Ein Stück.
Stück für Stück Fleisch und Paprika. So, die Soße sieht schon gut aus. Jetzt müssen wir die natürlich mal abschmecken, ob alles passt. Wunderbar. Genau mit den Gewürzen, genau auf den Punkt getroffen. Ich will mich nicht selbst loben, aber das ist ein Meisterwerk geworden, diese Soße. So, jetzt haben wir den ersten Spieß fertig und wir machen den zweiten Spieß. So, nun haben wir die Spieße, die legen wir drauf. Wir haben hier für den Weber so einen Aufsatzgrill, einen Aufsatz für den Weber-Grill hier passend, wo man wunderbar die Spieße reinhängen kann. Schaut euch das an, wie gut das aussieht. So, und dann sehen wir uns nachher wieder. So, jetzt schauen wir mal. Schaut mal, wie gut das hier schon aussieht. Drehen wir uns die immer so schön ein bisschen, die von allen Seiten schön braun und gleichmäßig gegart werden. So, jetzt drehen wir nochmal, Freunde. Wir sind übrigens in der Zwischenzeit ein bisschen umgezogen mit dem Grill. Denn es hat hier, wie eben schon angedeutet, jetzt doch etwas stärker angefangen zu regnen. So Leute, jetzt sind es soweit. Wir sind unter das Dach ausgewichen. Ihr guckt, Regen, Sturm. Ich musste mir auch eine Jacke anziehen. So, jetzt holen wir uns mal hier den Spieß runter. Haben wir die Soße schon. So, dann machen wir uns mal so ein Stückchen ab. Ah, ist schon saftigst. Saftigst am Tropfen. So. Schneiden wir uns jetzt hier mal so ein schönes Stückchen ab. Ah. Ein Tellerchen mit einem Kleckschen. Ah, so ist die Soße doch schön. So, Kleckschen Soße, Zwiebelchen, Paprika, ein bisschen Fleisch. So, und dann probieren wir das Ganze natürlich auch mal. Boah, das ist eine Genussexplosion im Gaumen. Das Fleisch genau richtig gesalzen, gepfeffert. Die Soßenkombi, fantastisch. Jetzt probieren wir mal den Paprika mit der Soße. Auch zart weich. Das bisschen Braune hier, Schwarze dran, ist nicht schlimm. Das sind schöne Röstaromen, könnt ihr ruhig mit essen. Super. So, wir werden jetzt reingehen bei dem Wetter und werden drinnen in Ruhe essen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns am kommenden Sonntag.